Da bin ich. Salut Marie, wie geht's dir? Salut Stumpele, mir geht's gut, mon Peter. Mir auch, merci. Es macht mir richtig Spaß, für dich zu sein, Stumpele. Heute erzähle ich dir eine Geschichte. Juhu, ich höre die Geschichte so gerne. Ist sie wie eine Geschichte? Ungefähr. Auf jeden Fall kein gewöhnliche. Es ist ein kleines Mädel, wie die Weihnachtsgeschichte entdeckt. Prima! Sie heisst Elena. Um einen schönen Tag ist sie verloren gegangen im Wald. Sie ist müde geworden und hat kalt gehabt. Und sie ist bald Nacht geworden. Aber über einmal hat sie ein grosses Schloss gesehen. Ich bin verloren. Durch das Schloss. Ich bin der Hans Trapp, der Herr und Ritter von Bärwartstein. Und du? Ich bin die Elena. Elena? Dich kenne ich nicht. Bist du daher gekommen, allein zu Fuß, durch deine lange, tiefe und dunkle Wald? Komm rein in den warmen Stub. Ich will erzählen, wer ich bin. Komm. Komm. Das ist meine Peitsche. Mit dieser Peitsche tue ich sie alle fäschen. Alle fressen sie mit dieser Peitsche, die besen Kinder von weißen Bursch. Und außer die Peitsche habe ich hier noch etwas. Meine Säbel. Den nutzt man auch, wenn man Angst macht. Das ist meine Kette. Mit dieser Kette binde ich sie an. Besen Kinder. So. Und dann werden sie in den Kutsch gefahren. Aha, das ist für die ganzen Besenkinder, wie ich fange in Weißenburg. Und mit dieser Kutsche wäre angespannt an Tresa. Und dann fahren wir wieder mit der Geil und mit meinen Soldaten hierher ins Schloss. Und dann schmeiße ich sie in ein tiefes, schwarzes Loch, wie ein Gefängnis. Da haben sie kein Licht, sehen nichts und kriegen nichts zu essen. Gerade ein Stück Herzbrot morgens mit einem Glas Wasser und oben selber. Und ich darf nichts hören. Alles still. Nichts zu essen? Nein. Nein, wenn ich Lust habe, gebe ich einen Kartenstiegel, trage ein Brot und wenn es mir gefällt, kriege ich gar nichts. Und dann noch, ich kann dir zeigen, ja? Ich kann dir zeigen, wie ich es mache mit diesen Besen. Komm, Elena, ich bin's, Christkindl. Du hast keine Angst. Ja, ich komme an der Weihnachten, um Geschenke zu bringen. Brötle, Mandarinle, Brüschkanonstern. Komm mit mir, ich bring dich zu dir. Wow, ist sie noch fortgelaufen? Ein natürlicher Stumpel. Sie ist fortgesprungen und noch hat das Christkindlein getroffen. Ja, es schien brav zu sein, aber der Hans Trapp gar nichts. Ja, Stumpele, aber weißt du was? Wenn du brav bist, brauchst du gar keine Angst haben. Er macht mir aber doch Angst, der Hans Trapp. Und der Elena auch. Ja, aber was mir bald muss, ist, dass Christkindl an der Weihnachten kommt und dass es uns ein Haufen schönes Dings bringt. Ja, es ist wahr. Ich muss jetzt einen speziellen Platz richten, für alle Sonne zu stellen. Und mein Haus schön sehen, für das Christkindl zu empfangen. Du hast recht, Stumpel. Das mache ich jetzt auch bei mir. Merci, Marie, für die Geschichte. Erzählst du mir anders mal wieder eins? Wenn du willst. Tschüss.